Guten Morgen! Heute gibt es ein Komplett-Abbild aller Religionen, aller religiösen Schriften in einem einzigen Buch verfasst. Und zwar von Aldous Huxley, den ihr vielleicht schon kennt von dem Buch Eine schöne neue Welt. Und dieses Buch heißt Die ewige Philosophie. Dieses Buch springt einen nicht an. Wenn man das so liest unter verschiedenen anderen Büchern, die man zu rezensieren gedenkt, ist das eins, was man mal so hinlegt, sagt, okay, das nehme ich vielleicht. Aber dann waren noch viele, viele andere und deswegen ist das Buch erst jetzt dran, obwohl ich dieses Buch schon seit schätzungsweise 3 Monaten bei mir rumliegen habe. Und ich kann nur sagen, ich bereue jede Minute, die ich das nicht gelesen habe. Es ist wirklich ein unglaublich brillantes Buch. Und ich bin so dermaßen begeistert von diesem Buch, dass ich dieses Buch auch mit Sicherheit in meinen Infobox unten reinstecken werde, auch wenn das beschlägt immer wieder mal. Naja, auch wenn dieses Buch vielleicht in erster Instanz nicht irgendwie was mit einem bewussten Leben zu tun hat im Denken, sondern eher halt eine Bewusstseinsstufe höher geht, nämlich dem Sein und dort ansetzt. Hier geht es um eine Bewertung aller möglichen Philosophien und aller möglichen Religionen auf eine respektvolle und tolerante Art und Weise und ein Versuch des Herauskristallisierens ihrer Quintessenz in Bezug auf verschiedenartige Themen. Und diese verschiedenartigen Themen, die sind das Ego, also wer bin ich, die sind die Praxis, was tue ich, da die Frage natürlich nach Gott, Göttlichkeit oder Urgrund und ja, auch der freie Wille und die Zeit spielen da eine große Rolle. Und diese Themen sind eigentlich alle Themen, mit denen man sich früher oder später einmal in seinem Leben beschäftigt. Und der Aldous Huxley hat unglaublich wirklich quasi alle großen spirituellen Werke, dazu noch spirituelle Aufsätze über Überlieferungen aus ja, wirklich Jahrhunderten, teilweise Jahrtausenden aufgearbeitet und die Kernessenz dessen quasi verglichen miteinander. Und das Unglaubliche dabei ist, dass diese Kernessenz bei allen Religionen gleich ist. Und bei allen, und wir reden ja auch vom Islam, ist natürlich auch dabei. Der Kern ist, dass bei verschiedenen Themen, also nicht der Kern ist, sondern der Kern wird bei verschiedenen Themen sukzessive von ihm rausgearbeitet anhand der Original-Statements oder der Original-Zitate, die werden erstmal genannt und dann schreibt Aldous Huxley in seinen eigenen Worten etwas dazu und verbindet das dann gemeinsam. Und alleine schreibt er nun selber auch Bücher. Dieses Herausarbeiten von demselben Thema aus den verschiedenen Werken, das ist eine Lebensaufgabe. Das ist so extrem beeindruckend, was ihr hier mit diesem Buch an ein unerschöpfliches Wissensreservoir rankommt. Ihr fragt euch zum Beispiel, Mensch, mein Ego, das Ego, was sagt denn eigentlich der Ego zum Islam? Ne? Dann greift ihr zu dem Buch und das allerdings nicht, also es steht nicht immer da, der Islam sagt und die Religion sagt und die sagt, sondern es sind immer Auszüge aus verschiedenen dabei. Aber wenn wir mal in uns gehen, uns interessiert, sage ich mal, nicht, außer man recherchiert zu dem Thema im Rahmen einer Diplomarbeit oder so, oder einer Hausarbeit. Uns interessiert nicht, was sagt der Islam zu dem, oder was sagen die Hindus zu dem, oder was meint der Taoismus dazu, dass ich mir jeden Tag am Sack kratze. Sondern uns interessieren die Antworten auf unsere Fragen. Und wenn wir alle Religionen, oder wenn wir verschiedene Religionen haben, die alle dasselbe aussagen, dann könnte diese Antwort tatsächlich uns helfen. Und genau das macht das Buch. Also für all diejenigen, für alle Suchenden, die sich die Fragen stellen über verschiedene Dinge, über den Tod, über die Zeit, über sich selbst, die können in diesem Buch etwas finden, was aus meiner bisherigen Leseerfahrung einzigartig ist. Weil sie bekommen den Social Proof sozusagen, die soziale Bestätigung aus allen Weltreligionen für die Essenz dessen, was in der Antwort steht. Die dann natürlich geschrieben ist, jeweils in einer anderen, also ausgehend erstmal von einer anderen Religion, aber dann Aldous Huxley tut das halt zusammenfassen in klar verständlichen Worten. Also diese Worte von ihm, die sind
absolut normal verständlich. Also wirklich absolut normal verständlich. Und ich bin absolut geflasht. Nicht, dass ich für mich jetzt persönlich Neues erfahren hätte. Das nicht, aber für mich war es einfach schön, meine Erkenntnisse und meine Lebensphilosophie, die ich für mich gefunden habe, wo ich jetzt meinen Frieden habe, wo ich wirklich, sage ich mal, angekommen in dem Sinne bin, dass mein Verstand nicht mehr arbeiten muss. Mein Bewusstsein, das hat täglich sehr, sehr viele Herausforderungen, um das umzusetzen, was ich vielleicht möchte. Aber aus der Verstandesebene, was man erklären kann, was man in Wörtern in irgendeiner Weise darbieten kann, das habe ich gefunden. Und da hat das Buch mich quasi von vorne bis hinten einfach nur bestätigt. Alle Weltreligionen sagen dasselbe. Und das ist ja, für mich persönlich alle ein bisschen anders ausgedrückt, alle aus einer anderen Herangehensweise, aber alle haben so dasselbe Grundkonstrukt in allen Themenbereichen. Ja? Das ist zumindest das, was dahinter steht, also was philosophisch dahinter steht. Ne? Jeder Gott nennt sich anders und nach dem Tod passieren ganz, ganz viele andere Dinge bei den verschiedenen Sachen, aber die Ewigkeit und das Universelle ist halt trotzdem dann in jedem auch wiederzufinden. Und das macht das Buch für mich persönlich extrem empfehlenswert für alle anderen Menschen, weil ich sagen kann, hey, passt auf, ich unterschreibe quasi fast alles, was in, ich habe 4, 5 Kapitel habe ich nicht gelesen, die mich überhaupt nicht interessiert haben, wer weiß, was da drin steht. Oder vielleicht wäre es gerade interessant, die mal zu lesen, aber so die grundsätzlichen Sachen, wo es um das Leben geht, wo es um den Urgrund geht, wo es um die Gottheit geht, um die universelle Energie, um die Zeit, was auch ein sehr interessantes Thema ist, wo wir alle so ein bisschen Probleme haben, uns davon zu lösen, dass es eben keine lineare Zeit gibt in Vergangenheit, also jetzt und Zukunft, sondern wir alle noch der Meinung sind oder unser Verstand sagt, unser Verstand das nicht greifen kann. Thema Unendlichkeit, ne? Das können wir auch nicht greifen, ne? Unser Universum. Ja, und da ist das eine absolute Empfehlung, so ein guter Überblick, auch um mal reinzuschnuppern in die Religion. Es werden auch noch einführend ein paar Sachen auch definiert. Also es wird dann, wo erstmalig zum Beispiel das Wort Brahman genannt wurde, das wurde dann auch nochmal erklärt für denjenigen, der sich noch nicht in Religion auskennt. Vielleicht an der einen oder anderen Stelle das nicht so getan, aber ich persönlich als jemand, der sich schon ein bisschen damit informiert hat von den ganzen Religionen und teilweise auch gelebt hat, der hat da was ganz gut geschrieben und ich vermute auch so von meinem Gefühl her, dass das auch für jeden anderen sehr gut geschrieben ist. Ich persönlich kenne kein besseres Buch, was die Religion auf den Punkt bringt. Kein besseres Buch. Ich kenne bessere Bücher. Zum Beispiel finde ich den Kurs im Wundern als ein besseres Buch, weil er mich einfach auf eine ganz andere Art und Weise auch befruchtet, was dieses Buch nicht macht. Dieses Buch ist rein auf der Verstandesebene. Das heißt, das Buch sorgt dafür, dass euer Verstand Klarheit hat, was er tun kann, um Fragen zu beantworten und Konstrukte sich zu erschaffen, um zufrieden zu sein. So. Das schafft das Buch, aber es ist die Verstandesebene. Und ein Buch, was nur auf der Verstandesebene operiert, das kann eben ja, nicht das beste Buch der Welt sein. Trotzdem bekommt dieses Buch mit Abstand 5 Sterne. Ich bin wirklich sehr zufrieden, dieses Buch zu haben. Es ist eines der wenigen Bücher, die ich auch in meiner Bibliothek behalten werde. Und ja, absolute Kaufempfehlung. Ich weiß nicht, ob einer von euch das schon gelesen hat. Es ist extrem, extrem unterm Radar. Das habe ich schon noch nie irgendwo, wenn nicht irgendjemand mir explizit mal gesagt hätte, Christian, dieses Buch, weil ich bekomme häufig von euch Rezensionsvorschläge. Mittlerweile, da die Buchrezensionen ja auch wöchentlich sind, seit 2 Jahren, ist es so, dass ich pro Woche bestimmt so 10, 20 Buchvorschläge von euch bekomme. Nur mal gesagt, das sei gesagt, dass ich nicht jedes da auch rezensieren kann, selbst wenn ich alle nur eure Wünsche nehmen würde. Aber das war ein Wunsch von einem von euch, Andreas. Das war wunderbar. Und ja, wenn ihr Vorschläge habt, nichtsdestotrotz, schickt sie mir alle. Ich suche mir aber trotzdem nach meinem Denken und Gutdünken dann die Bücher raus, die ich dann durchlesen werde und euch dann auch entsprechend präsentiere. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und hoffe, ihr konntet ein bisschen was damit anfangen und vielleicht euer Interesse geweckt, vielleicht auch nicht, dann ist auch in Ordnung. Schönes Wochenende. Tschüss.